Heute ist der 6. Juni 23. Das ist die Databases Data Mining Vorlesung MV4. Heute schauen wir uns Beispiele. Oh, warte mal. Beispiele. Dafür, wie Data Mining und Databases im Vertrieb eingesetzt werden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie 25 Beispiele vorbereitet. Ich gebe euch ein paar, vielleicht nicht alle, aber mit Sicherheit findet ihr einiges davon später im Berufsleben. Okay? Bleibt euch dann übrig bei Interesse, falls jemand will, wie dies tatsächlich angewendet wird, weil der Kollege will bei der Automobilindustrie Kundensegmentierung anwenden, dann können wir uns das im Detail angucken, aber dann privat, okay? Oder du bist bei Bosch in 6 Monaten und möchtest halt Supply Chain, Lieferantenentwicklung halt durchführen, whatever. Können wir uns alles angucken, ihr müsst nur auf mich zukommen, okay? So, Beispiel Nummer 1, und das ist auch keine Hierarchie, ist einfach nur aufgelistet. Kundensegmentierung. Okay. Es kommt jetzt eine kleine Erklärung dazu durch die Analyse von Kundendaten. Die in einer Datenbank gespeichert sind, können Vertriebsteams Muster und Segmente innerhalb ihres Kundenstamms erkennen. Sie können dann Ihre Marketingstrategien so anpassen, dass sie bestimmte Segmente effektiver ansprechen. So kann ein Unternehmen zum Beispiel festlegen, dass eine bestimmte Kundengruppe sich auf hochwertige Marken konzentriert. Oder wenn du das und das und das gekauft hast, dann tendierst du auf die und die
Farben von Röcke oder von Nagellack oder von Sonnenbrillen, I don't know, okay? Die Historie vom Kunde wird halt analysiert und hier ist hier der Knackpunkt Analyse von Kundendaten. Okay? Ich glaube, wir haben uns bereits darüber unterhalten, über Digitalisierungsstrategien, geht immer über Daten, Wissen, Wertschöpfung. Schaue in den Vorlesungen von vor ein paar Wochen. Okay? Immer Daten, Wissen, Wertschöpfung. Und wie komme ich von Daten zum Wissen, ist ganz klar durch eine Analyse. Okay? Hier spielen eine Rolle Themen wie Data Banken, Power BI von Microsoft ist nichts anderes als eine Oberfläche für Datenbankmanagement und Datenvisualisierung. Okay? Ist nur eine Maske, um die Datenbanksteuerung halt sicherzustellen. Okay? Natürlich, der Königsweg ist Königsweg oder Ziel heißt immer Mass Customization. Das heißt, mein iPhone hat meinen Namen drauf, ausgedruckt. Das Produkt gehört dem Kunde mit Name und Nachname und sonst niemand. Das ist Mass Customization, beziehungsweise basiert auf Mass Profiling. Okay, deshalb sind die Firmen ständig dabei, eure Cookies und so weiter zu speichern, um euch dann zu profilieren und Daten von über euch als Kunden zu sammeln. Und das ist ein Riesengeschäft, okay? Das ist wie das heutige Gold sozusagen. Gut, da der zweite Punkt vielleicht, Cross-Selling, zwei Konzepte, die vielleicht sind neu, vielleicht nicht, und Upselling. So, Data Mining kann dazu beitragen, Cross-Selling und Upselling Möglichkeiten zu identifizieren. Indem die Kaufhistorie und die Präferenzen der Kunden analysiert werden. Hier kommt das Wort wieder, Analyse.
Deshalb ist so wichtig aus meiner Sicht, was man lernt, so zum Beispiel bei Wirtschaftsinformatik in der Vorlesung im zweiten Semester. Okay. Diese Inhalte. Das sind die Methoden, die da benutzt werden. Clustering und so. So. Wenn die Vertriebsteams wissen, welche Produkte oder Dienstleistungen häufig zusammen gekauft werden, können die Kunden, können Sie den Kunden ergänzende Produkte vorschlagen? Oder höherpreisige Alternativen empfehlen. Umsatzsteigerung. Das ist das klassische Shell-Up. Habt ihr von den treuen Punkten gehört bei X Retailer? Das ist Kundenprofiling zum Cross-Selling. Sie wissen, in welchen Produktgruppen ihr was kauft. Ah, das Mädel kauft Obst mit Hafermilch, mit Haferflocken, mit Nutella, mit das und das und das Paket. Dann kriegst du, Sie wissen, die Telefonnummer, weil muss eingegeben werden und dann dementsprechend wird halt zusammengestellt. Sie wissen, wann ein Mann Kondome kauft, wann das Mädchen OBs kauft, wann. Und alles ist Statistik, alles. Und es ist statistisch bewiesen, wenn das und das und das passiert, dann kauft man das und das und das. Okay? Und dann kann man halt den Kunden steuern. Darum geht es hier. Umsatzsteigerung. Okay. Alles geht über Analysen, alles geht über, eigentlich ist angewandte Statistik. Okay. Und da kommt ihr nicht drum herum. Gut, Fragen soweit? Online gibt es niemand. Nummer 3. Lead-Bewertung. So. Mit Hilfe von Data Mining Techniken können Leads, sogenannte Leads, Gesundheit auf der Grundlage ihrer Umwandlungswahrscheinlichkeit
in Kunden bewertet und priorisiert werden. Das ist das Geschäft von Google. Dein verstecktes Geschäft von Google. Google profiliert euch. Google weiß, wann ihr was sucht. Wenn ihr sucht nach Apple anstatt und ihr seid ein Samsung-Nutzer, Android-Nutzer, weil Google weiß, in welchem Gerät ihr reingeht, okay, dann verkauft Google diese Information an Apple. Okay. Oder ihr seid Mercedes-Fahrer und ihr fängt an, nach einem BMW Cabrio zu suchen. Oder umgekehrt. Diese Information wird dann dementsprechend gehandelt und wird verkauft. Okay? Und dann dementsprechend werdet ihr so bombardiert mit Werbung. Immer alles basiert auf Analysen. So. Durch die Analyse verschiedene Datenpunkte. Wie zum Beispiel demografische Daten. Browsing-Verhalten. Und Engagement-Level. Das ist so ein Ding mit zum Beispiel TikTok, diese endlose Schleife, das sind Videos nach Videos nach Videos, es endet nicht. Das ist eine Engagement-Strategie, genauso wie Twitter, den Feed, okay, es endet nie. Damit man halt die Aufmerksamkeit immer mehr reinsaugt. Engagement-Level. Können Vertriebsteams die qualifiziertesten Leads Identifizierung und ihre Ressourcen effizienter zuweisen. Wenn du weißt, welche Produkte gerade ziehen bei deiner Kundengruppe, bei deinem Kundenstamm, dann konzentrierst du deine Kapazitäten darauf. Also die Mitarbeiter werden darauf gezielt oder du wandelst dein Marketing-Budget drauf und so weiter. Okay? Soweit Fragen? Ist alles verständlich? Ja? Ist was Neues dabei oder ähnlich? Das hatten wir schon so im Vertriebsmanagement und so weiter. Haben wir das alles schon mal gehört? Ja? So ähnlich, okay. Gut, dann umso besser. Umsatzprognosen. Ich möchte da die ähnlichen Ideen aber jetzt beleuchten aus der Sicht des Data Managements, okay? So. In Datenbanken gespeicherte
historische Verkaufsdaten. Können. Verwendet werden, um Prognosemodelle zu erstellen. Die zukünftige Verkaufstrends vorhersagen. Diese Modelle können Faktoren wie Saisonabhängigkeit, Markttrends, und historische Muster berücksichtigen. Um genaue Umsatzprognosen zu erstellen. Dies hilft, den Vertriebsteams bei der Planung von Strategien, der Festlegung von Zielen, der entsprechenden Zuweisung von Ressourcen. Immer alles basiert auf Daten. Ohne Daten, ohne Datenstruktur gibt es nichts. Nummer 5. Sorry. Kundenbindung. Datenbanken können Kundeninteraktionen und Feedback
und dann Feedback speichern und verfolgen. So dass Vertriebsteams Anzeichen von Kundenabwanderung oder Unzufriedenheit erkennen können. Okay. Das sind die sogenannte kleine Amplitude Signale, bevor einem die Freundin verlässt, gibt sie tausendmal Hinweise. Nur ich kann sie nicht erkennen, weil ich nicht vorbereitet bin. Ich habe keinen Empfänger, der diese Daten, dieses kleine Signale akquiriert, okay, und in Wissen bzw. in Wertschöpfung umwandelt. Meine Änderung der Verhaltensstrategie. Das Gleiche ist hier mit dem Markt. Bevor ein Kunde mich verlässt, gibt es viele, viele, viele Hinweise. Er ist nicht zufrieden mit der Qualität oder hat er ein unangenehmes Gespräch oder whatever. Und dann geht er und wandelt er um. Es kann auch sein, dass es dann einen bewegten Preis macht, dass man entsprechend besseres Angebot kriegt. Ja. Der ähnlichen Qualität und man gar nicht sucht, weil er es vielleicht irgendwo anders her hat. Ja, genau. Ich kann den Kunden durch diese Strategien besser verstehen, sucht er Qualität oder sucht er nur das beste Preis oder sucht er eine Kombination von beiden? I don't know, okay, das ist jetzt abhängig. Kann man irgendwann damit auch hergehen, meine Kunden so gezielt beeinflussen, dass sie einfach einen höheren Preis aufkriegen, wenn ich weiß, das sind so liebe Menschen, denen das dem Geld sowieso am Arsch vorbeigeht. Klar. Gut, es ist bekannt vielleicht, dass wenn ich nach einem Flug suche, aus einem deutschen IP-Adresse, es deutlich teurer ist, als wenn ich den gleichen Flug suche aus einer spanischen IP-Adresse. Also VPN kann euch hunderte, tausende von Euros beim Urlaub zum Beispiel ersparen. Ja. Ja. Also ihr geht rein mit VPN, IP-Adresse aus Afrika, kriegt ihr einen besseren Preis. Wie ist das, wenn ich hergehe und über ein VPN mich mal mit meinem Mail-Konto verbunden habe? Erkennt der das dann? Ja. Speichert der das? Ja. Das ist die Person aus Deutschland und deswegen gebe ich dem den deutschen Preis vor? Ja, ja. Ihr müsst mit dem reinen VPN, am besten auch mit dem Tor. Das heißt, ich gehe zuerst aus dem VPN raus, verbinde wieder neu. Ja. Und dann weiß es nicht mehr und dann bestelle ich. Ja. Die Tricks sind unendlich. Nun bei Online, Schuhe, keine Ahnung, okay. Amazon.de ist deutlich teurer, immer so 15% teurer, bei manchen Marken wie Amazon in Spanien. Gleiche Marke, gleiches Schuh, gleiche, kommt aus dem gleichen Lager, alles gleich. Die Kunden aus dem Bereich Bau und die Kunden aus dem Bereich Landwirtschaft haben unterschiedliche Preise auf dem Tablet. Okay. Aber weil die halt das Premium bezahlt haben, ist ja dann. Ja. Wenn ihr das kombiniert, zum Beispiel mit einem Chatbot, der auch alle jegliche Interaktionen halt aufnimmt,
dann wird diese Kiste mit den Datenbanken halt supermächtig. Okay. Das heißt, wenn ich was über AliExpress bestelle und das über eine chinesische IP, müsste ich eigentlich deutlich günstiger werden. Ganz davon ausgehen, ja. Ja. So können Sie zum Beispiel personalisierte Rabatte oder Anreize anbieten. Um gefährdete Kunden zu halten. Okay. Fragen? So, weitere Beispiele. Analyse des Verkaufstrichters. Data Mining kann helfen, den Verkaufstrichter zu analysieren. Beziehungsweise optimieren. Indem Kundeninteraktionen und Engpässe oder verbesserungswürdige Bereiche identifiziert werden. Okay. Durch die Analyse von Daten zur Lead-Generierung Leadpflege und Konversionsraten können Vertriebsteams Bereiche identifizieren in denen
potenzielle Kunden. Abspringen. Und Strategien zur Verbesserung der Konversionsraten. In Klammer ROI oder so und zur oder ROS, je nachdem wie man es misst, okay? Zur Beschleunigung des Verkaufszyklus. Umsetzen. So, Nummer 7. Churn-Analyse. Und Kundenrückgewinnung. Durch die Analyse von in Datenbanken gespeicherte Kundendaten können Unternehmen Frühwarnzeichen für Kundenabwanderung erkennen. Wir können dann die Abwanderung voraus durch gezielte Weiterbildungsstrategien beim Vertriebsteam können Sie die Abwanderung vorausgehen. Zum Beispiel durch personalisierte Kampagnen. Zu Wiederansprache. Vor, keine Ahnung, 30 Jahren sind die Leute, die Enzyklopädien verkauft haben, Haus für Haus für Haus für Haus, die Reihe nach,
haben geklopft an der Tür, haben gefragt, wollen Sie meine Enzyklopädie so und so kaufen oder möchten Sie die und die Journal kaufen oder die ja, dieses Abo kaufen, I don't know. Heute würde das gar nicht gehen, aus Kostengründen. Heute sucht man halt sich mit Hilfe von anderen Mitteln die Kunden raus. Die direkte invasive Werbung ist meistens viel weniger effektiv als die Schleichwerbung in einem anderen Mittel wie Twitter, Facebook oder TikTok. Okay. Ich kenne mindestens 10 Leute hier im Campus, die Produkte verkaufen, die verdienen Geld dadurch Produktverkauf in TikTok und Instagram. Mode und so kleine E-Shops und so, und die machen dann sich dann dementsprechend wertvoll am Markt dadurch. Ein Kunde zu gewinnen kostet, weiß ich, 10 Einheiten Energie. Wenn ihr einmal einen Kunde verliert hat, kostet es 100 Einheiten Energie, den Kunde wieder zu kriegen. Weil er hat schon euch verlassen. Dass diese Kundenrückgewinnung oder diese Erkennung von Frühwarnsignalen macht man halt mit Hilfe von diesen Datenbanken. Wie werden das in der Prüfung? Wie bitte? Wie werden das in der Prüfung, falls Sie sowas abfragen? Müssen wir dann einfach hier von Möglichkeiten nennen und die ausführen? Oder ich frage nach, wie funktioniert die Databases, Data Mining bei der Analyse von Verkaufstrichters. Okay. Dann erzählst du mir halt diesen Paragraph. Das hört sich so an, als hätten Sie das nicht vor. Ja, du kannst es so oder so interpretieren. Ich sagen wir mal so, nach mittlerweile 5 Jahren Erfahrung hier, kann ich dir sagen, dass der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm und der Igel macht es andersrum. Du verstehst? Also, wenn du versuchst, mich zu lesen, das läuft nicht gut. Weil, ja, gesunden Menschenverstand, ich brauche es nicht Wort für Wort, das brauche ich nicht. Ich brauche, dass es verstanden wird. Okay. Und ich glaube, das ist fair und auch sinnvoll, dass ihr ein paar, wenn jemand sagt, okay, was können wir mit Databases anfangen, nicht nur die sinnlose Scheiße da mit dem Code und so, sondern dass ihr auch versteht, warum es gemacht wird. Und dass ihr in der Lage seid zu erklären, was ist eine Churn-Analyse und Kundenrückgewinnung. Und wenn du das nicht erklären kannst, was eine Churn-Analyse ist, was ich denke im vierten Semester schon bereits in dem Portfolio sein sollte, wie eine KPI-Definition von ROS zum Beispiel, Return on Sales, dann gehst du her und suchst du in Google Churn-Analyse. Und der heutige Student muss so agieren, aus meiner Sicht. Okay. Wie es in der Prüfung abgefragt wird, sagen wir mal so, ich bin überzeugt, dass in die Prüfung, also wie gesagt, es kommen von keine Ahnung wie viele, 30 Leute, die diese Prüfung schreiben werden, kommen 5 regelmäßig zur Vorlesung oder 6. Okay, es wird aufgenommen in Video, es wird alles so gekaut wie möglich abgegeben, aber von nichts kommt nichts. Was ich dann nicht mehr hören kann, ist, dass da die Prüfung zu schwer war. Das kann ich dann nicht mehr hören. Weil wenn du da der Meinung bist, dass du Hilfe brauchst, ich stelle dir zur Verfügung den ganzen Semester, aber hier kommen 6 Leute. Ja, das hat mich für die
Ja, ich habe null Mitleid. Ich habe eine Prüfung gehabt in der Corona-Pandemie, Statistik, ich weiß nicht mehr, hatte ich eine Durchfallquote von 95%. Ich bin absoluter, total eiskalt, also mir ist scheißegal. Ich lasse nur Leute in der Industrie, die das Ding können. Dafür werde ich auch meinen Auftrag Solange die Prüfung fühlen. halt machbar ist Ja, und eben. da war und so, passt es ja. Genau. Jeder entscheidet, wie gesagt. Ja, Wir sind ja Ja, eben, genau. eben. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, beziehungsweise so wie jetzt. Wie würdest du das fragen in die Prüfung? Ich kann dann, dementsprechend können wir in Dialog treten. Und das ist auch berechtigt. Das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Es kann so oder so gefragt werden. Klar, es ist einfacher, wenn man es verstanden hat, wie ich möchte nicht eine auswendige Lernerei. Ich möchte, dass ihr das versteht, dass ihr das erklärt, dass ihr zeigt, dass ihr das könnt. Und wenn du herkommst und nicht diese Wörter nutzt, aber gibst mir ein Beispiel von der Automobilindustrie oder von Vertrieb der Zalando, keine Ahnung, ist für mich völlig okay. Was? Ich finde aber teilweise Prüfungen, die total komplett leer sind. Es wird einfach ein Blatt abgegeben. Ja, okay, dann weiß ich nicht, was ich da machen kann. Okay, gut, machen wir Nummer 8. Kundenpersonalisierung. Und Empfehlung. Durch die Analyse historische Verkaufsdaten und des Kundenverhaltens können Unternehmen ihre Verkaufsförderungsstrategien und Rabattstrategien optimieren. Mit Hilfe von Data Mining Techniken lässt sich ermitteln, welche Werbeaktionen oder Rabatte die höchsten Konversionsraten Kundenakquise oder Kundenbindung
bewirken. Okay. Und dank dieser Erkenntnisse können wir die Vertriebsteams dann gezielt das begrenzte Budget ausgeben. Was ist immer eine Frage? Okay, du kriegst hier 100.000 Euro, um unser Umsatz um 10 Millionen zu steigern. Und an dieser Zahl, an diesem Ratio, an diesem Return on Sales, hängt der Kopf von eurem Chef. Und die ganze Kiste dreht sich darum. Knackige Zahlen. Vertrieb ist knallhart. Knallhart. Und ich kenne aus der Logistik vielleicht, ich kenne keinen anderen Job, der mehr verschleißt. Produktion, Logistik, Vertrieb. Wirklich. Knallhart. Ihr kriegt den Budget X, damit diese Anzahl Fische multipliziert werden, mal 100, mal 1000 X. Okay. Dieses ROS ist die Latte. Und da wird jeder einzelne Mitarbeiter gemessen. Jeder einzelne. Geträgt bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt eine harte Angelegenheit. Vor allem, wenn ihr ein Hauskredit aufgenommen hat und zwei Kinder. Und die Rate ist fällig jeden Monat. Und dann habt ihr kalkuliert, dass ihr immer so und so viel Boni kriegt. Glaub mir, ich habe mehrere Herzinfarkte erlebt, ein paar Tote in Mitte 30, Ende 30, Alter. Super knackige Scheiße. Also, ja. Gut, Nummer 9. Analyse von Verkaufstrends. Durch die Analyse von Verkaufsdaten im Zeitverlauf können Unternehmen Trends und Muster in ihrer Verkaufsleistung erkennen. Mit Hilfe von Data Mining Techniken können das übliche saisonale Schwankungen Marktschwankungen oder Veränderungen der Nachfrage aufgedeckt werden. Sodass die Vertriebsteams
ihre Strategien entsprechend anpassen können. Diese Erkenntnisse können Unternehmen dabei helfen, proaktiv auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren und sich bietende Chancen zu nutzen. Okay. Und Nummer 10, sogenannte Attribution, von Verkaufskampagnen mit Hilfe von Data Mining und Databases lässt sich die Effektivität verschiedener Marketing- und Vertriebskampagnen bei der Steigerung des Umsatzes ermitteln. Das ist immer heikel, es ist schwer. Ich setze ein bisschen Geld in Werbung in Twitter ein. Ich weiß nicht, ob daher meine Umsatzsteigerung kommt. Ich kann es nur indirekt messen. Ich meine, der Twitter-Nutzer kann es sehen, aber ob derjenige, der das gesehen hat, tatsächlich kauft, ist ungewiss. Okay? Es ist immer das Gleiche mit den Social Media und so, das ist, man weiß, dass man den Umsatz steigern kann, aber es ist eine indirekte Messung immer. Genau, ich lasse es hier da. Okay? Warte.